chapter 3, section 2. Jetzt sind wir im Kapitel 3, im zweiten Abschnitt. Turning from sin and turning to God. Sich von der Sünde abwenden und sich Gott zuwenden. I encourage you to click on the link below and download the booklet so you can follow along with us. Es wäre gut, wenn du jetzt auch dir die Unterlagen holst, die schon eingespeichert sind, von diesem Buch, Biblical Foundations. In studying repentance, we must also study faith. Und während wir Buße predigen, müssen wir auch Glauben predigen. It's impossible to have true repentance without faith. Also wir können wahrscheinlich überhaupt nicht echte Buße tun ohne echten Glauben. You see, repentance involves turning from sin, and faith involves turning to God. Die Buße, die gibt uns eben den Weg heraus aus der Sünde, und dann sollen wir uns eben Gott zuwenden. That way, when we look at biblical repentance, the completeness of it, it's a turning from something, that's sin, and a turning towards something, that's God. So, wenn wir biblisch uns Buße anschauen, dann sind es zwei Schritte. Von der Sünde abwenden und sich Gott zuwenden. Now, what are the six foundational teachings of Christianity as listed in Hebrews chapter 6? Und was sind jetzt die sechs fundamentalen Lehren, wie sie hier gelehrt werden in Hebräer 6? Let's read Hebrews chapter 6, verse 1 and 2. Lass uns jetzt Kapitel 6, Vers 1 und 2 lesen. It says, therefore, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection, not laying aside the foundation of repentance from dead works and of faith towards God, of the doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and of eternal judgment. Im Hebräer 6, 1 und 2 lesen wir, darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals grundlegen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. So to summarize these, we have number one, repentance. So jetzt noch einmal in der Zusammenfassung, zuerst haben wir die Buße. Number two, faith. Nummer zwei, Glauben. Number three, baptism. Nummer drei, Taufe. Number four, the laying on of hands. Die Nummer vier, Händeauflegung. Number five, the resurrection of the dead. Nummer fünf, die Auferstehung der Toten. And number six, eternal judgment. Und Nummer sechs, ewige Verdammnis. Do you know these yet? Kennst du die schon? Well, if you don't, we are going to cover all of these and have covered some of them already in this Biblical Foundations course. Wenn du es noch nicht kennst, wir werden jetzt in diesem biblischen Fundamentalkurs diese Dinge behandeln. Einige haben wir schon, aber der Rest kommt noch. In this chapter, we are covering repentance. Chapter 3 is about repentance. Und jetzt im Kapitel 3 in diesem Buch, das ist jetzt über Buße. Faith we'll talk about in chapter 9. Und über den Glauben sprechen wir erst im Kapitel 9. Baptism is also in this chapter in section 4. Und die Taufe finden wir wieder auch im Kapitel 4. Laying of hands is in chapter 11. Und die Händeauflegung lesen wir, von der lesen wir im Kapitel 11. Resurrection of the dead in chapter 12. Und Auferstehung der Toten, davon lehren wir erst im Kapitel 12. And eternal judgment also in chapter 12, but we touched on it in chapter 1. Aber ewige Verdammnis, das berühren wir auch im Kapitel 12, aber wir haben schon davon ein bisschen gesprochen im Kapitel 1. As we go on to looking at this topic about repentance and faith. Und während wir jetzt voranschreiten mit unserer Lehre über Buße und Glauben. Let's look at 2 Timothy chapter 2 verse 19. Lass uns jetzt 2. Timotheus 2, 9 lesen. It says, the Lord knows those who are His, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. That's to turn from sin. Aber der feste Grund Gottes besteht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt die Seinen, und er lasse ab von Ungerechtigkeit, wer den Namen des Herrn kennt. What message did Jesus preach?
Welche Botschaft hat Jesus gepredigt? Well, a recurring theme in his teaching was this idea of repentance. When das Hauptthema seiner Botschaft war Buße. In Luke chapter 13, we see that in verse 2 up to 5. Und im Lukas Evangelium 2, 13 sehen wir das. And in verse 5, Jesus says, but unless you repent, you will all likewise perish. Lukas 13, 5, da lesen wir. Ich sage euch, nein, sondern wenn ihr nicht Buße tut, werdet ihr alle auch so umkommen. And what message should be preached to all nations? Und welche Botschaft soll allen Nationen gepredigt werden? Find the answer to this in Luke chapter 24, verse 47. Und in Lukas 14, 47 finden wir dazu die Antwort. Repentance and the remission of sins should be preached in his name to all nations. Lukas 24, 47. Und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden aller Völker. Fangt an in Jerusalem. What happens when we repent and we turn to God? Was geschieht, wenn wir Buße tun und uns Gott zuwenden? I love what Acts chapter 3, verse 19 tells us. Und ich liebe es, was wir in Apostelgeschichte lesen. It says, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out and that times of refreshing may come. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, damit die Zeit der Erquickung komme vor dem Angesicht des Herrn und er den sendet, der euch zuvor zum Christus bestimmt ist, Jesus. God commands all man to repent. That's everyone. Und Gott legt jedem von uns ans Herz, Buße zu tun. Jedem. You can find that in Acts chapter 17, verse 30. Und in Apostelgeschichte 17:30 lesen wir davon. Now, what did Paul preach? Paul preached also a consistent message. Und Paulus hat auch eine ganz... So what message did Paul preach in Acts chapter 26, verse 20? Was hat jetzt der Apostel Paulus im Kapitel 26 der Apostelgeschichte, Vers 20 gesagt? He declared that we should repent and turn to God and do works befitting repentance. That shows a changed life. Also ist Apostelgeschichte 26, 20. Sondern verkündigt ihr zuerst denen in Damaskus und Jerusalem, ganzen jüdischen Land und dann auch den Heiden, sie sollten Buße tun und sich zu Gott bekehren und rechtschaffene Werke der Buße tun. So we see that the proof of repentance is these works that are befitting of repentance. Und wir sehen, dass also echte Buße dadurch bewiesen wird, dass wir eben Werke der Umkehr zeigen. They are actions that demonstrate true repentance. Und es sind Handlungen, die wahre Buße uns zeigen. It's a change of heart, it's a change of mind, it's a change in the way of thinking and in the way of life. Und es ist, wir sehen dann eine totale Veränderung in unserem Denken, aber auch in unserem Handeln, in unserem ganzen Leben. Has that taken place in your life? Hat das in deinem Leben schon stattgefunden? Well, in Proverbs, it tells us what we should do about our sins. Und in Sprüche heißt es, was wir tun sollen über unsere Sünden. If we go to Proverbs 28, verse 13. Wenn man Sprüche 28, 13 anschauen. It says, the one that covers their sins will not prosper, but whoever confesses and forsakes them will have mercy. Und da lesen wir, wer seine Sünde leugnet, dem wird's nicht gelingen. Wer sie aber bekennt und lässt, der wird Barmherzigkeit erlangen. So the principle there is that we must confess our sin and forsake it. So, also der Grundgedanke ist, wir müssen unsere Sünde bekennen und sie verlassen. Und dann kriegen wir Barmherzigkeit, Vergebung. Confessing that you've been wrong, you've done wrong. Also bitte bekenne, dass du dich falsch verhalten hast. And then stop doing the things that God doesn't want you to be doing. Und dann hör auf, das zu tun, was Gott nicht möchte, dass du tust. So we see that true repentance involves confession of sin. So sehen wir, dass echte Buße zuerst einmal das Bekennen der Sünde bedeutet. A turning away from sin. Sich abzuwenden von der Sünde. And a turning towards God. Und ein sich Gott zuwenden. Is there anything else involved? Ist da noch etwas, was man tun soll? Well, yes, there is. Exodus chapter 22, verse 3. 22, Vers 3. Also 2. Mose 22.
We read that a person should make restitution, full restitution. Und dann sehen wir hier auch, dass ein Mensch volle, also Wiedergutmachung machen soll. Das heißt es, es soll aber ein Dieb wiedererstatten. Hat er nichts, so verkaufe man ihn um den Wert des Gestohlenen. Restitution is defined as the returning or the restoring to someone what is theirs. Also Wiederherstellung oder Wiedererstatten heißt das Zurückerstatten, was gestohlen wurde. It means making things right again. Und das heißt, dass man die Dinge wieder richtig macht. Your sins, many times they affect others. Denn deine Sünden haben auch Auswirkungen auf andere. And as much as is possible, can you make things right again? Und soweit es dir möglich ist, kannst du es wieder gut machen. An important step that is often overlooked is this idea of restitution, making amends. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir oft übersehen, ist diese Wiedergutmachung, also zurückgeben, was wir gestohlen oder was wir falsch gemacht haben. We see this principle put into action in Luke chapter 19, verse 8. Und im Lukas-Evangelium 19, Vers 8 sehen wir hier. We see Zacchaeus, he desired to repent, and then he felt touched to make restitution for his sins. Zacchaeus aber trat vor den Herrn und sprach, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen, und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. So there we see that Zacchaeus says, if I have taken anything from anyone by false accusation, I will restore fourfold. Und Zacchaeus sagt hier, wenn ich jemanden falsche Lasten aufgebürdet habe, dann will ich es vierfach zurückbezahlen. And how did Jesus respond to this offer of Zacchaeus? Und wie hat Jesus reagiert auf dieses Angebot von Zacchaeus? In chapter 19, verse 9, we see that he acknowledges his salvation. Und im Kapitel Lukas 19:9 sehen wir, dass er seine Erlösung bestätigt hat. Das heißt hier, Jesus aber sprach zu ihm, heute ist diesem Hause Heil widerfahren, denn auch er ist Abrahams Sohn. That's right. And Jesus said to him, today salvation has come to this house. Jesus recognized what had happened in his heart and demonstrated by his action. Und dann sagt Jesus, dass das Heil, die Erlösung, wieder zurückgekommen ist in dieses Haus. So what leads us to this kind of repentance? Wie kommen wir in diese Art von Buße? Romans chapter 2 verse 4 tells us. Römer 8:2 lesen wir, wie wir in diese Buße kommen können. It's the goodness of God that leads us to repentance. Es ist die Güte Gottes, die uns in die Buße führt. Now, part of repentance is being sorry for our sins. You feel that sorrow. Ja, also der erste Teil ist einmal, dass es uns leid tut, dass wir gesündigt haben. And there are two types of sorrow. Es gibt zwei Beschreibungen von Leidtun. And the Bible tells us what these different types of sorrow, what they produce. Und die Bibel sagt uns, was diese zwei verschiedenen Bußwege bewegen. When we look at 2 Corinthians chapter 7 verse 10, we see the distinguishing between these two types of sorrow. The first type of sorrow is a godly sorrow. Und die erste Traurigkeit ist eine göttliche Traurigkeit. It says, for godly sorrow produces repentance leading to salvation. Da steht im Vers 10, 2. Korinther 7, Vers 10, denn die Traurigkeit nach Gottes Willen wirkt zur Seligkeit eine Reue, die niemand reut. But the sorrow of the world, that's the second time of sorrow, the second type, the sorrow of the world produces death. Aber die zweite Traurigkeit der Welt bewirkt Tod. So a godly sorrow, it leads to change. So wenn wir wirklich Traurigkeit, also göttliche Traurigkeit haben, eine totale Überführung, dann kommt Veränderung in unser Leben. But a worldly sorrow, that's a different type of sorrow. Aber die Traurigkeit der Welt, die ist ganz anders. It's just saying, hey, I'm sorry I got caught. Die Traurigkeit der Welt sagt, es tut mir leid, du hast mich erwischt oder du hast mich bloßgestellt. Yet the sin still remains in someone's heart. Aber die Sünde bleibt immer noch im Herzen dieses Menschen. Okay, there are many people that are sorry once they get caught. Und viele Menschen, tut ihnen leid, was sie getan haben, aber wenn sie einmal
entdeckt wurden oder geoffenbart wurden. Besides repentance, what else does godly sorrow produce? Also, was das göttliche Traurigkeit bewirken? Well, in 2 Corinthians chapter 7, verse 11, we see what it produces. Das sehen wir im 2. Korinther 7, 11. It says, what diligence it produced in you, what clearing of yourselves, what indignation, what fear, what vehement desire, what zeal, what vindication. Now, those are a lot of big words. We'll go through them. Im 2. Korinther 7, 11 heißt es, siehe, eben dies, dass ihr betrübt worden seid nach Gottes Willen, welches Mühen hat das euch gewirkt? Dazu Verteidigung, Unwillen, Furcht, Verlangen, Eifer, Bestrafung. Ihr habt in allen Stücken bewiesen, dass ihr rein seid in dieser Sache. When it talks about diligence, it's talking about a carefulness. This repentance, this sorrow produced a carefulness in them. Und diese echte Buße, also der Traurigkeit Gottes, du wirst dann vorsichtig oder sehr bedacht, das nicht mehr zu tun. And then it produced a clearing of yourselves. That's talking about an apology, apologizing. Und dann entschuldigt man sich echt vom Herzen. An indignation, that means an irritation towards what you have done. Ja, und dann, also man ist selber erschüttert über das, was man getan hat. Driving you not to do it again. Und man versucht es nie mehr zu tun. The fear it's talking about is a reverence for God, a respect for God. Und die Furcht, das ist jetzt nicht Angst, sondern es ist eine Ehrfurcht vor Gott. A vehement desire, that talks about a longing to do what's right. Und du bekommst ein Verlangen, das zu tun, was richtig ist. And then a zeal, a fully embracing of God's ways. Und dann bekommst du Eifer, die Wege Gottes zu umarmen. And a vindication, that means that you're not going to experience the punishment for what you've done. Und dann noch etwas, du wirst nicht die Strafe dann bekommen für das, was du getan hast. And that's the eternal consequences, the eternal punishment of your sin. When you repent and when you turn to God, you won't have to face the judgment for that. Wenn du wirklich von Herzen Buße tust und umkehrst, dann wirst du nie dafür bestraft werden. So in summary, according to the scriptures. Und wenn wir das zusammenfassen, gemäß des Wortes Gottes. Repentance involves a conviction of sin. Die Buße, also echte Buße braucht eine Überführung, dass du wirklich gesündigt hast. A godly sorrow for your sin. Eine göttliche Traurigkeit über deine Sünde. It's more than just, hey, I feel bad about this, but I'm going to do something and change. Man sagt, es tut mir leid, was ich getan habe, aber jetzt werde ich Veränderung anstreben. And the change is a turning from sin, and the change is possibly making restitution. Und die Veränderung heißt, man wendet sich ab von diesem Fehlverhalten und versucht wieder gut zu machen, was man gemacht hat. However, repentance is still not complete without faith, so you need to tune in for the next section where we talk about faith. Aber die Buße ist noch nicht vollkommen ohne Glauben, und das werden wir im nächsten Kapitel behandeln. Don't forget to fill out the personal application part of your workbook in the Biblical Foundations course. So bitte versäume nicht, dass du jetzt hier deine persönliche Anwendung dieser Lehre niederschreibst, was du jetzt dadurch innerlich erfahren hast und von Gott gehört hast. Remember, repentance means you change. Und noch etwas, Buße heißt Veränderung. Walk by the Spirit. Zechariah 4:6 says, Lo v'chayel, v'lo v'choach, im baruchi, amar Adonai Tzavaot. It's not by might. And it's not by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Und jetzt noch ein Wort zum Schluss. Zachariah 4:6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen.